bin meinen Weg gegangen. Wagyu Steak heute elegant. Kein Stopp, kein Schlaf, bleib dominant. Real G, deine Meinung nicht relevant. Lauf durch die Bank mit dem Racks in der Hand. Doch ich bin kein Bankkaufmann. Amazon Prime ist kostenlos. Hallo? Hi! Hey, Zuckerpuppe! Ich heiße euch herzlich willkommen, Mama! Heute sind wir hier in Marbella! All my life! Hier sind wir in Marbella! Bam! Ich bin heute dran. Ich zeige euch wieder unser Haus in Marbella, wo wir schlafen, wo wir essen, trinken und auch Fußball spielen. Komm mal rein! Okay, lange. Als allererstes das Ganze. Liken, kommentieren, weil ihr werdet Daily Vlogs bei mir, Sydney sehen und auch bei Marlon wird es Sachen geben. Der wird auch, wir werden ein paar Haussachen machen. Ich hoffe, das Ganze gefällt euch. Wenn ja, lasst es in den Kommentaren wissen. Wenn nicht, lasst es mich auch wissen. Und wenn es euch gefällt, lasst ein Like da und wenn nicht, dann nicht. Und also, wenn Saudi-Arabien ein Angebot hat für uns beide, dann auch, lasst uns wissen. Also Kanté, Benzema, ich würde auch nehmen. Also wir fangen als allererstes an. Hier nichts Großartiges, aber man sieht es hier, Park. Platz in Anführungszeichen. Hier steht auch unser Fake-Taxi. Digga, das, wenn wir damit irgendwo anhalten, denk, pff, also ich würde weiterlaufen, ich würde wegrennen. Ja, ich will euch nur simulieren, da steigen vier Schwarze. Vier Dunkelhäutige rein und Marlon. Getönte Scheiben. Getönte Scheiben. Kann nach falschem Ehrgeiz klingen, ist es aber nicht. Dann haben wir hier einmal, wie ein Freund von mir jetzt sagen würde, Game Changer. Sind Game Changer. Ich zitiere wen? Friede. Friede. Hallo, Hanga. Oh, Friede. Palmen, hier haben wir so, eine kleine Liegewiese, beziehungsweise hier können wir auch was machen. Das ist ein Bereich, den keiner nutzt. Ja, fertig. So. Sieht aber gut aus. Ja, sieht gut aus. Dann gehen wir weiter in unser Außenbereich. Hier haben wir Tulpen. Das sind keine Tulpen. Was sind's? Keine Ahnung. Ja, keine warum? Tulpen. Warum sagst du das? Lilien? Nein. Doch, Lilien könnte sein. Nein. Veilchen. Nein. Okay. Die Veilchen wachsen alle im Boden. Wir haben Blumen. Blumen hier. Ja. Dann gehen wir rein. Sollen wir den Außenbereich machen oder als erstes? Dann gehen wir einfach Außenbereich. Wenn wir hier entlang gehen, haben wir wirklich eine coole Location. Und da ist the place to be. Hier werden wir Fußball spielen. Ja. Ihr werdet auch hier, vielleicht werden wir ab und zu auf Twitch live gehen. Check Workouts auch. Ja, Workouts mit Sydney, er wird das Ganze leiten. Pool. Ein Pool. Der ist warm, das ist ja. Also nicht kalt. Gut. Ja. Eine fette Palme ist da früh. Das ist so unsere Terrasse, das sieht man alles. Dann gehen wir hier weiter, wieder quasi zurück in unseren Haupteingang. Und hier lasse ich ganz kurz Sydney übernehmen, weil wir switchen das immer. So, Lunge! Lange, komm schon rein. Hey, jo. Rein in die Stube. Wir haben so eine Ja, die ist cool. Also Real Talk. Stell dich mal in die Tür. Long. Dann ist hier auch direkt der Entrance. Unser Wohnzimmer. Jordan! Wir haben hier Jordani. Wir chillen den Tag über, das Wetter nicht so gut. Chillen wir hier, labern, gucken Videos auf YouTube. Wir haben hier einen richtig fetten Fernseher. Ja, aber es ist sehr clean eingerichtet. Drüben können wir essen. Wir warten mal noch auf Essen. Ja, wir warten seit längerer Zeit auf unser Essens, aber hier ist der Essensbereich. Ist cool. Und hier ist unsere Küche. Unsere Küche, zwei Melonen, Brot. Kühlschrank ist schon voll, die Jungs waren schon einkaufen. Super. Was drin ist, müssen wir aber nicht zeigen. Nee, scheiße. Hier geht's runter in unseren Kellerbereich. Vorne hin, ne? Glaube nicht, oder? Abgeschlossen. Abgeschlossen, okay. Mein Zimmer auch bei mir von meinem Gemeinde. Nee, sorry, Bro. So. Dann haben wir unten ein Gäste-WC, wo ich heute schon mindestens 6-mal pissen musste. Und ich war dreimal pissen, einmal kacken. Ich hab 5-mal hier reingepisst. Einmal dort. Boah, ja, das sind wieder. Schon, Junge, es ist gemütlicher. Nein. Doch. Falscher Ärger. So. Gäste-WC, dann ist hier das WC von Marlon und Junior. Ja, lässt sich blicken. Schön groß. Das Ding ist, wir sind jetzt schon mehrere Tage hier drin, deswegen sieht es halt auch dementsprechend so aus, ne? So noch relativ ja. Okay. Ja, sag ich auch. Und hier ist so. Das Zimmer von dir. Wir haben hier vier Betten. Ja. Vier Zimmer. Deswegen müssen ein Pärchen gibt, was zusammenschläft. Junior und Marlon schlafen hier. Ja. Einfaches, normales Zimmer. Die haben gar nichts eingeräumt und so. Das ist schlecht. Also ich habe meinen Schrank direkt eingeräumt. Für mich ist Ordnung an erster Stelle. Ja, ein bisschen peinlich, scheiße. Dann geht es hoch. Wir gehen jetzt hoch in den ersten Stock. Ja, das wir haben einen neuen Stock, aber ich sag einfach, wir gehen in den ersten Stock. Den zweiten können wir euch nicht zeigen, ja, den dritten auch private. Nicht. Der ist private, das sind nämlich ganz verrückte Sachen. Da sind das Zimmer von mir, Sidney und Jordani Nane. Sidney Riede. Sehr geile Info.
Infrastruktur, muss ich übrigens sagen. Es ist sehr modern, das Haus. Digga, du meinst Architektur. Ich weiß das nicht. Dann gehen wir als erstes hier in mein Zimmer. Da ist Ordnung. Der ist erst frisch angekommen. Nein, Ordnung Nein. ist ein sehr großes und wichtiges. Der macht immer sein Bett direkt, der macht immer alle Sachen direkt und zurück ist im halt Koffer. Auch nicht verkehrt. Ja, ja. Okay, Edmund. So stehe ich halt dann auch jeden Tag auf. Ach, du hast einen Balkon? Ayolo! Hä? Achso, ich dann auch bestimmt. Das wusste ich noch gar nicht. Alter! Hä? Wir gehen dann quasi... Alter, hä? Wir haben Mehrblick und so, das wusste ich bis jetzt nicht. Ja, deswegen mache ich ja die Haustür. Wow! Ja, hä? Hier ist mein Zimmer. Das zugeschottete. Bei mir darf kein Sonnen... Hä, wie cool. Wir haben hier jetzt nochmal eine riesen Terrasse. Wie gesagt, Wetter ist heute leider nicht so. Deswegen stell euch das mal mit Sonne vor. Ja. Hier, klarer Himmel, blaues Wasser, bap, bap. Super. Aber es ist trotzdem geil, wenn man mit Wasser aufwacht oder halt so rausschaut. Mhm. Und wenn du dich hier jetzt hinstellst und dich quasi, wir drehen uns jetzt einmal, wie cool sieht das aber auch aus? Findest du, das sieht nicht cool aus? Mit den großen Fenstern und so? Ja, ist halt chillig, ne? Ja, chilliger Vibe. Jordan ist auch zugeschottet, wie es sich gehört. Ich offen, Sydney zu. Es bleibt auch zu. Wir haben dreimal quasi die identischen gleichen Zimmer. Ich habe meine Koffer noch nicht ausgepackt. Regel Nummer 1, man lebt im Urlaub aus dem Koffer. Nein. Regel Nummer 1. Das sind die Rookie. Also das macht man am Anfang so. Doch. So, Jordan sein Zimmer. Digga, wir haben hier noch einen Balkon. Das ist, glaube ich, das Gleiche. Man kann da rumgehen. Echt? Nein, kann man nicht. Hier wollte ich gestern raus, aber es ging nicht. Hier ist das Badezimmer von mir und Willi. Da habe ich auch schon zig Male reingepisst schon. Digga, ich check den... Junge, da unten ist so anstrengend hinzugehen. Digga, das ist so verkehrt, dass du immer nicht Waschbecken bist. Nein. Dann gehen wir... In die Höhle. In die Höhle. Und es ist eigentlich das gleiche Zimmer, wie ich es habe. Bloß unordentlich. Nein, doch. Ich habe hier schon geschlafen halt, ne? Ja, das stimmt. Aber auch nur auf einer Hälfte. Die lasse ich free. Mhm. Da liegen meine Sachen, da liegen meine Schuhe und... Hä? Digga. Was ist los nochmal? So schlecht, Bruder. So ja, die Schuhe, ist 30 Sekunden, dann stehen die richtig. Es ist schlecht, es ist wirklich, ja, wirklich, Koffer. Schlecht. Also, sorry. Koffer ist besser, ja doch, Koffer. Hier ist das letzte Zimmer von Jordan. Und ich merke einfach gerade, Jordan, sein Zimmer hat so einen flauschigen... Hä? Ja, ne? Ja, und hier, wie man sieht, hier Koffer... Hier einfach so liegen ist viel besser. Nee, ja, so liegt. Man kann jetzt so aus, durch, ne? Man muss hier durchsteigen. So geil. Ja. Zwei Koffer, Alter. Zwei Koffer, Jordan hat was vor. Jordan hat was vor. Jordan hat genau den gleichen Ausblick wie wir. Das ist sein Bettchen. Hier schläft Jordani Nanny. Und eine coole Vase. Ja. Ich habe zwei Einzelbetten, ihr habt ein Doppelbett. Wenn du willst, kannst du kuscheln kommen. Sag ich dir so, wie es ist. Ja, hier haben wir nochmal ein Bad. Das ist Jordani sein Bad. Ja. Nach riesigen Dusche. Also ich muss wirklich sagen, das ist sehr cool. Es ist sehr cool, weil jeder ist irgendwo abgedeckt. Was Bäder angeht, was Zimmer angeht. Für die Truppe ist es perfekt eigentlich. Perfekt. Von der Größe und so. Was das Ganze gekostet hat, wollen wir das sagen? Ja. Wir zahlen insgesamt für das Ganze... Ich weiß nicht, wie viel das pro Nacht war. Ich glaube, pro Nacht ist so 600-700. Ja, pro Nacht 600-700. Wir sind 5 Leute, dann könnt ihr... ich glaube, es war so um die 5.500. Genau. Ich dachte, 5 sind 1,1 pro Nase. Ihr kommt damit besser und cooler weg, als wenn ihr ein Hotel habt. Ja. Also wenn ihr eine Jungsgruppe seid oder eine allgemeine mit einer mehr 5er Jungsgruppe geht, nehmt euch lieber ein Airbnb. Ja, es muss ja keine Villa sein oder so. Aber es kann ja auch einfach ein Haus sein oder eine Wohnung. Das gibt's ja auch. Das ist praktisch. Aber ihr spart. Und ihr seid alleine. Genau. Könnt machen, was ihr wollt. Was ein bisschen Nachteil ist, einkaufen. Ist vielleicht die Einkaufen. Essen. Nahrung. Hier ist unser Garten von oben. Glaubst du? Naja, nee. Von hier reinspringen, Bro? Wäre auch ehrlich geil. Win Challenge. Ja, ja. Safe. Mindestens einmal von hier reinspringen. Safe, so geil. Wenn nicht, was machen wir? Ja, wir sterben dann. Der muss immer Bär bleiben. Oh Mann. Oh. Ja, auf jeden Fall, das ist unsere View in der Hinsicht, auf was Pool angeht. Ich weiß gar nicht, was das hier ist. Also, das ist voll falsch. Es soll gut aussehen halt. Ja, aber wäre das überdacht, dann würde es Sinn machen. Aber so macht es keinen Sinn, oder? Bin ich blöd? Ich glaube, es ist zum Sonnen, wenn ich nicht ganz falsch liege. Und die Palme ist cool. Palme ist cool. Garten ist cool. Ich sag's euch so, wie es ist. Hier Fußballspiel mit seinen Jungs, ein bisschen baden, eventuell Abkühlung. Oh, mein Bruderherz ist wirklich, wirklich Schock. Küsel, ja, nee, guck mal, eine Möbel.
Hab sie. Hast du? Ja. Cool. Und man muss auch sagen, unsere Nachbarschaft ist voll geil. Hier stehen nur solche Häuser. Ja, alle Häuser sind relativ modern. Der Film, das gehört, ne? Ja. Was? Das würde mich auch empfehlen. Preis wieder. In den Kommentaren, das frage ich mich jedes Mal. Was ihr denkt, wie viel so ein Haus kostet? Ich sag, das hier kostet nicht mal, es kostet unter 1,5 auf jeden Fall. Nee. Ich sag 1,2 oder so. Echt? Doch. Ich hätte... Das ist kein Deutschland. In anderen Ländern ist es so billig. Okay, vergleichsweise. Ich geb dir was. 900.000. Auf einmal auch? Ja, ist kein Deutschland. Berlin, eine gute Wohnung, 1 Million. Eine richtig krasse Wohnung in Berlin, 1 Million. Mit ja, ich such gerade eine, es wird schwer mit 1 Million. Ja, okay. Ehrlich. Also dann nochmal ein kleiner Aufruf an alle Jungs, wo der Papa Immobilienmakler ist oder sonstiges. Meldet euch bei uns, wirklich. Wirklich. Wir sind die Jungs, die ihr haben wollt. Wir sind die und wir wollen. Deswegen vielen, vielen Dank. Danke, danke, danke. Ich habe die ganze Zeit so eine Sturmmaske auf. Mach mal so jetzt ein bisschen Rockstar. Ja, ja. Digga, kannst du ganz kurz deine Haare zeigen, damit die Leute verstehen, wie du davor aussahst? Jetzt ist tough. Jetzt siehst du aus wie NBA. Yeah. Das ist NBA, aber davor sahst du aus wie eine schlechte Version. Ich hatte genau die Haare, wie du hattest früher. Ja, die hattest du auch in die Richtung. Du hattest die Länge. Ach so, ja. Aber das war sexy. Von der Zeit war es sehr sexy. Wirklich. Ihr müsst viele müssen in den Kommentaren auch mal Danke sagen, weil ich habe Sachen durchgemacht oder wir haben Sachen durchgemacht, die würdet ihr heute gar nicht mehr so tragen. Und zu dem Zeitpunkt war das unnormal fresh. Man weiß, dass es nicht mehr zeitgerecht ist. Ja. Aiolo. Wegen Leuten wie uns, die es ausprobiert haben. Ja, okay. War's auch schon. Relativ kurz, relativ knackig. Wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, unsere 4 Wände zu zeigen. Ja. 4 Wände. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst gerne ein Like da, kommentiert das Ganze. Und checkt die ganzen anderen Mabaya-Vlogs ab. Hier kommt viel Content, Leute. Es kommt jeden Tag irgendwo was, auf jeden Fall. PF und es geht, ich dreh's für dich! 1, 2, 2, ist der Nice Guy. Ist so High School Musical American Pie.